40 als Power-System. Und zwar muss man sich das so vorstellen, dass die Wren über ein Getriebe einen Fan, also eine Art Impeller oder verkürzte Luftschraube antreibt. Und da haben wir dann die Möglichkeit, aus einer Turbine, die eigentlich nur 4,5 Kilo Schub hat, mehr als 12 Kilo Schub insgesamt rauszuholen. Also ähnlich wie bei einer Turbocharge. Preis für dieses System liegt bei 3.800 Euro. So, die Maschine ist in der Luft. Die kommt übrigens gerade eben von der Weltmeisterschaft in Leutkirch. Die hat also teilgenommen. Und das Original, ich habe auch hier die Dokumentation, die Weltmeisterschaftsdokumentation vor mir. Im Maßstab 1 zu 4, ein RFB Fantrainer 600 von Rhein Flugzeugbau Germany. Also hier um die Ecke gebaut worden in Mönchengladbach. Das Modell bringt 2,45 Meter Spannweite und 2,04 Meter Länge mit sich beim Gewicht von nur 13,4 Kilogramm. Leider ist es kein Bausatz. Das wäre wirklich meine Idee. Die liegt ja stabil wie ein Brett in der Luft. Das Geräusch ist einmalig. Und wie gesagt, die Technik, die dahinter steht, eine 44er Turbine mit Spezialgetriebe, die dann auf den Propeller oder es ist eine Art, das ist eine Mischung zwischen dem Impeller und einem verkürzten Mehrblattpropeller. Ich habe den Fantrainer im Original fliegen sehen, die waren vor fast 25 Jahren im Testflugbetrieb der Bundeswehr. Eine Maschine existiert hier noch in Deutschland. Ein paar sind im Original verkauft worden an Thailand, werden da auch noch geflogen. Und ich kann also versichern, dass es das Originalgeräusch ist, mit der sich der Fantrainer hier bewegt. So, that's something extremely unique here. It's a once in a lifetime and once in the world. Just absolutely amazing. It's a Wren 44 working on a 6-to-1 gearbox for a fan. And now we can increase the thrust of the Wren 44 to up to more than 10 kilograms of thrust. And this is now powering this fan trainer. The fan trainer was a design made in Germany to replace old jet trainer in the Air Force. Unfortunately, due to political reason, it was not built. And this model actually is coming from the World Masters in Leutkirch, so it was a world champion participant. It's quarter scale, the wingspan is 245 and the length 2,40 meters, with a weight of just 13.4 kilograms. Now the bad news is, it's unfortunately not available as a kit. So it's a scratch build. I got the documentation here with me. It's absolutely fabulous. Actually, one prototype is still existing in Germany on a civil registration. And it's really a shame. It's a shame that there is no kit available because the flying is so extremely nice. Just look at the maneuvers. I really have to talk very, very serious to Wren Turbines. Is it a head shake or a head nod to get maybe introduction on the fan trainer? If we have a couple of pilots here who would show interest, Wren Turbines would be possibly making a kit. Also Leute, wenn ihr das Modell als Baukasten haben wollt, schreibt doch bitte an Wren Turbines. Es ist so ein klasse Flieger, es wäre doch eine Schande, wenn es ein Einzelstück bleiben würde. Und ich habe Wren Turbines neben mir stehen hier an der Sprecherkabine und wenn Interesse ist, dann würden die sich überreden lassen, hier einen entsprechenden Kit auf den Markt zu bringen. Fantrainer Maßstab 1 zu 4. Ich kann mich nicht oft genug wiederholen. Es ist eine Weltneuheit, dass man eine Turbine über ein Getriebe quasi an den Impeller koppelt. Wir hatten es vor gut 2 oder 3 Jahren schon mal bei der Jet Power auf einem Planer. Jetzt haben wir es in der Scale-Maschine und allein der Landeanflug ist ein Hochgenuss. Ja, perfekt aufgesetzt hier. Da hat man eine Menge Trainer jetzt, Harald. Also ich bin begeistert, es ist unglaublich. Ganz herzlichen Dank für diese fantastische Vorführung.
Fantrainer mit Ren Turbines, Ren 44 Turboschaft mit Spezialgetriebe. Ganz herzlichen Dank an Ren Turbines und ich hoffe, ihr seid nächstes Jahr wieder dabei. I hope we're gonna see you again next year. We are really looking forward and then next year we talk again.